Die Zitadelle aber ist ein Strudel am tiefsten Punkt der Tiefen, wo giftige Muränen die Ammen und die lebende, niemals sterbende Nahrung der Kinder der tiefen Tochter sind. So es dich aber nach dort verschlägt, wappne dich gegen äonenlanges Ersaufen und die Qual, nie wieder das Licht zu sehen und doch von ihm zu deinem eigenen Verderben angezogen zu werden. Es ist tief in der Nacht. Ihr habt euch in dem Zuber gewaschen, habt neue Kleidung angelegt und jetzt steht ihr im Inneren der kleinen Schreibstube. Neben euch das Blut, das Tintenfässchen, der Mörder, einige Wachen und ihr blickt euch etwas um. Wie wollt ihr weiter vorgehen? Den Mörder finden, die Prophezeiung erfüllen, was auch immer Leotmann damit zu tun hat. Ja, noch in dieser Runde haben sie ja schon gesagt, wir suchen halt erstmal einen Index oder ein Verzeichnis und schauen dann, was fehlt. Okay, schriftlicher Ausdruck einmal bitte würfeln. Oder Staatskunst? Ja. Staatskunst nehme ich. Staatskunst ist auch nicht Staatskunst. 100% passend, aber wesentlich besser als schriftlicher Ja, Ausdruck, machen denke wir ich. Staatskunst. Ich glaube, für Verwaltungsakte gibt es kein Talent. Hauswirtschaft. Ich möchte die 19 chippen. Wow. Danke, Fex. Ich habe die Botschaft wohl verstanden. Isarun, hast du einen Plan bei? Ich versteh sein Kartierungssystem nicht. Was? Das ist doch total logisch. Was bedeutet dieses Kürzeln hier? DNB? Ja, dass das da oben links in der Ecke ist, auf diesem Regalbrett. Warum ist Steht es doch neben, da warum drin. steht, hier ist nicht mal ein L drin, warum ist es? Oh. Wisst ihr, bei uns zu Hause gab es ein Regal. Das merkt Das war einfach von links nach rechts nach Jahreszahlen sortiert. Ich wollte es nicht sagen, In aber jedem ja. lagen drei gefaltete Blatt Papier, auf denen die Abgaben verzeichnet wurden. Zulamin, vielleicht gehen wir schon mal rüber zum Verhör und lassen Jalan mit seinen traurigen Geschichten alleine. Wo finden wir denn diese Frau? Die sitzt draußen im Gang. Ihr habt sie auch beim Reinkommen gesehen. Jalan, halt mal diesen Korb. Ich leg da jetzt mal ein paar Sachen. Ah ja, hier, Wie soll guck ich denn mal. denn? Der ist schwerer, als er aussieht! So schwer ist der ja erst gar Ich hab nicht. nur einen Arm! Jammer nicht. Also, hier fehlt was. Das auch. Das waren keine, naja, Berichte, sondern, also Berichte können schon gewesen sein. Briefe jedenfalls. Da kamen Sachen hier an. Der hier ist über Isilia gewesen. Da ist die Lücke. Das ist eine Reihe mit so lauter Lageberichten. Und da fehlt einer. Hier geht es um Tobria. Einschätzung. Wehrfähigkeit. Bis zu diesem Datum sind die noch da. Und jetzt ist hier eine Lücke. Von wann ist der Bericht denn? Lagebericht Der Ysidia fehlt. vom 12. Raja 35 Hal. Wer benutzt denn heutzutage noch HAL? Einige Geräte. Und das Militär. Oh, und hier bei den Marschbefehlen fehlt auch was. Wir müssen das wohl mal alles dieser Archivarin oder Gehilfin zeigen. Die weiß, was genau da fehlt. Ja, sicher doch. Ich trage das einfach hinter dir her, ja? Ja. Derweil können die anderen noch wieder nach draußen auf den Flur treten. Die Wache hat die Umherstehenden bereits wieder zurückgeschickt in ihre Zimmer, sodass nur noch Nana Treublatt anwesend ist, die Schriftarchivarin bzw. die Gehilfin des eigentlichen Archivars. Oh, mein Kind, ich habe gehört, es ist Schlimmes passiert. Das tut mir leid. Möchtest du über deinen Verlust reden? Immerhin ist ja ein wichtiger Bezugsperson von dir heute Tode gekommen. Ja, ich hab ihn gefunden. Es ist das erste Mal, dass ich so eine. Naja, stimmt nicht ganz. Ich habe schon vorher Leichen gesehen, aber so nah. Und dann noch Erzähl eine mir. Person, die ihr kanntet. Ja, Wie geht es? ich hatte ja täglich mit ihm zu tun. Erzähl mir, wie geht es dir jetzt? Ich weiß nicht, ich bin verunsichert. Warum ist er gestorben? Das können wir noch nicht sagen, aber ich bin
auf jeden Fall sicher. Du musst dir keine Sorgen machen. Es wird kein Unbill über dich kommen. Ach, mein Kind, es ist tragisch, wenn jemand von uns geht. Aber... Werde ich jetzt auch umgebracht? Nein, wir sind ja da. Und wir sind ja Helden. Deshalb musst du dir keine Sorgen mehr machen. Warst du nicht schon vor ein paar Tagen mal hier? Ja, das ist richtig. Und dann bin ich wieder gegangen, um große Heldentaten zu vollbringen. Und jetzt bin ich wieder da und jetzt beschützen wir dich. Alles gut. Also ich würde sie gerne ein bisschen beruhigen erstmal, dass sie keine Angst haben muss, dass ihr irgendetwas Schlimmes passiert. Ja, kannst du Heilkunde Seele würfeln, wenn du willst. Ja. 11. Dir fällt wohl auf, dass sie gar nicht so sehr um ihren Meister trauert, sondern viel mehr Angst um sich selber hat. Also, du musst dich keine Sorgen um dich machen. Wir sind da und wir werden darauf achten, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Aber mit deinem Zutun kannst du uns sicherlich helfen, dass uns dieses Unterfangen noch leichter gelingt. Du musst uns nur alles erzählen, woran dein Meister gerade gearbeitet hat, um was es in der letzten Zeit so ging. Und dann muss ich dich, so schwer es für dich sein mag, noch einmal darum bitten, dass du mir ganz genau erzählst, wie du ihn gefunden hast. Ob dir vielleicht etwas ganz Besonderes aufgefallen ist oder so. Hm? Als ich ihn gefunden habe, habe ich geschrien, weil ich hab mich erschrocken. Und nachdem ich geschrien habe, kam dann nach kurzer Zeit die Wache. Und dann kamen die anderen, also der Oberst und Talion. Die sind dann gekommen. Ah, die sind direkt gekommen. Und haben die irgendwas gemacht? Oder haben die Leiche irgendwie gedreht? Haben sie nochmal geguckt, ob irgendetwas fehlt? Haben sie versucht, ein Schriftstück zu retten oder so? Ich glaube, Talion ist direkt reingegangen und hat sich abgekniet und auf dem Boden gesucht. Gut, da haben wir auch gesucht, konnten aber nichts finden. Na, und der Oberst hat abgesperrt, damit da eben keiner reinkommt, aber er kann ja den Rondrianer auch nicht davon abhalten. Ich weiß nicht, aber gestritten haben sie sich nicht. Das ist klar, natürlich nicht. Und woran hat ein Meister zuletzt gearbeitet? Hast du vielleicht eine Idee, worum es gegenwärtig ging, womit er beauftragt war? Du musst wissen, ich komme nicht von hier und entsprechend kenne ich ihn ja auch nicht. Und alles, was du sagst, kann helfen. Also, er hat jetzt die letzten Tage an einem Brief gesessen, der ist schon älter gewesen, aber er sagte, das hat er beim Abendessen erwähnt, jetzt, wir saßen mit Ugdalf zusammen und wer war da noch dabei? Ich glaube, Adelbert war dabei und Isalinde. Und, also das war ein paar Stunden, bevor ihr gekommen seid. Ja. Und Dankrad ist dann später noch dazu gekommen, aber er hatte davon wohl berichtet, dass er einen alten Brief gefunden hat. Und da ist ihm wohl ein so etwas wie ein Code aufgefallen, so eine Verschlüsselung. Dem wollte er nachgehen, weil er sagte noch nicht genau, was drin stand, aber zumindest, dass ihm was aufgefallen ist und dass er deswegen noch einige andere Dokumente untersuchen wollte. Aha. Er war zumindest gerade dabei. Das hat er beim Abendessen erzählt. Also, er hatte etwas gefunden, er ist auf etwas gestoßen. War das letzte Mal, dass du ihn lebendig gesehen hast? Ja, ich hatte dann natürlich Dienst frei und bin dann erst einmal auf mein Zimmer gegangen. Naja, und ich glaube, er wollte nach dem Abendessen noch einmal hier wieder forschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dann direkt zurückgegangen ist, aber ich habe ihn dann zumindest hier gefunden. Und wann bist du mit diesen anderen zusammengesessen? Das eine war die Perreine-Geweihte, nicht wahr? Ja, Isalinde und Dankra, die sind verheiratet. Die saßen beieinander und Adelbert, Helmbrecht, das ist dann, wie gesagt, mein Meister, der dazugekommen ist. Ich saß dann schon dabei und hatte mich mit Ugdalf unterhalten. Ugdalf Fassbauer ist der Zimmermann. Verstehe. Das war also quasi das Abendessen und er ist danach wieder gegangen. Und
offenbar zurück ins Archiv. Also, wenn ich das richtig verstehe, waren diesem Abendessen insgesamt 5 Leute anwesend. Bogdalf, Adelbert, Isalinde, Dankrat und du. Talion ist, glaube ich, auch noch dabei gewesen. Talion, Isalinde, Adelbert, Dankrat, Helmbrecht ist dazugekommen und hatte davon berichtet und Ogdalf. Und er hatte dann davon berichtet, dass es diesen Brief gibt. Aber die Briefe werden meines Wissens, zumindest hatte das mein Meister gesagt, den Offizieren sowieso vorgelesen. Das heißt, sie wussten sowieso schon, was drin steht. Gut. Das hat uns auf jeden Fall schon mal sehr geholfen. Ich würde vorschlagen, dass du dich noch ein wenig mit unserer Eiergeweihten unterhältst und dass sie dann einen Segen über dich sprechen möge, dass du ein wenig zur Ruhe findest. Ja, okay. Ich meine, ich könnte dir auch einen Segen der Herrin Sumu anbieten, aber ich glaube, das ist unter diesen Umständen recht nicht das, was du gerade brauchst. Naja, jetzt ist er tot. Na, das ist wahr. Hauptsache, ihr beschützt mich. Aber selbstverständlich. Ja, und dann würde ich Sulamin nochmal mit ihr reden lassen. Traust du dich denn ins Bett zu gehen? Dann ist es ja jetzt schon spät und du wirst bestimmt nicht die ganze Nacht hier auf dem Flur sitzen wollen. Nein, natürlich nicht. Ich bin auch müde. Hast du eine Kammer auf der Burg? Ja. Dann gehe ich mal. Gut. Dann, Raja, segne deinen Schlaf und vielleicht kannst du uns ja morgen noch helfen, falls wir noch Schwierigkeiten haben, uns im Archiv deines Meisters zurechtzufinden. Ja, das kann ich gerne tun. Ich kenne mich da raus. Wie kam sie mir denn vor während dem Gespräch? Also, sie hat anscheinend nicht so das Problem damit, dass ihr Meister tot ist. Hast du Menschenkenntnis? Ja. Ja, also, tatsächlich, dass ihr Meister jetzt gestorben ist, macht auf sie eher einen Eindruck der Erleichterung. Also, sie ist nicht traurig, sie ist nur besorgt um sich selbst. Währenddessen, Rafim, Dublin, wir stehen da so ein bisschen abseits an der Tür. Dankrat tritt auf euch zu. Ich werde die Wachen auf alle Fälle verdoppeln. Es kann nicht sein, dass hier in der Burg irgendein Mörder rumläuft, der geschützt wird. Ich werde auch mal mit den Wachposten sprechen, ob sie irgendwas in der Nacht gesehen haben, abseits von dem Ochuchu, den ihr dabei beschworen habt. Ja. Vielleicht ist den Wachen etwas aufgefallen. Leute, die nicht da sein sollten, wo sie sind. Ich werde sie mal fragen. Vor allem die Wachen am Tannhauser Tor. Nicht, dass sie irgendwie in Richtung Ausgang jemand rein oder rausgekommen ist. Und ich fürchte, der Mörder ist immer noch unter uns. Ja, das vermute ich auch. Vielleicht ein Paktierer. Soll ich allesamt in der Kapelle versammeln? Ich denke nicht, dass ein Paktierer ist. Eher ein Zuträger. Also jemand Profanes, meint ihr? Ja, er verdient sich damit sein Geld, was vermutlich... Ja, gibt's denn jemanden, der ungewöhnlich viel hat? Was meint ihr mit ungewöhnlich viel? Naja, also ihr seid hier gerade belagert. Gibt's jemanden, wo euch auffällt, der hat ungewöhnlich viel Mittel? Viel Geld, viel irgendwas Besonderes. Was sollte er mit dem Geld überhaupt während der Belagerung tun? Naja, aber wie viele Spione kennt ihr, die ihre Bezahlung auf später verlegen lassen? Alle. Jeder Einzelne. Also dann haben eure Spione mehr Vertrauen in euch als in alle anderen die Spione. Selbstverständlich, bei euch muss man ja damit rechnen, alle 2 Minuten vergiftet zu werden. Nun, ja. Kleinigkeiten, teurerer Alkohol, besseres Essen, solche Dinge. Ja, wer mir zumindest nicht ganz geheuert ist, ist der Zimmermann. Er ist wohl aus dem Umland und repariert seit einiger Zeit für uns die Geschütze. Also die Onaga und so etwas, Ballisten. Der lebte wohl einige Zeit in Xiranien.
Nun, es wäre doch wirklich schade, wenn diese Geschütze versehentlich nicht funktionieren würden, wenn es drauf ankäme, nicht wahr? Tja, so ist es wohl. Er hat zumindest viel Zugang, kann sich hier frei in der Burg bewegen, weil er Schäden in Kürze reparieren muss und soll. Das tut er auch, aber zumindest hat er ungewöhnlich viel Zugang. Aber mir, ihr kennt euch ein wenig aus, nicht wahr? Ich könnte mir die Geschütze anschauen. Ich werde euch begleiten, nur für den Fall der Fälle. Soll ich ihn herbringen lassen, diesen Zimmermann? Nein, erstmal nicht. Wir wollen ihn erstmal in Sicherheit wiegen. Wie soll ich weiter verfahren, außer dass ich die Wachen verdopple? Braucht ihr Selbstgeleitschutz, meine Helden? Ich denke nicht. Nein, aber die Archivarsgehilfin. Ich werde Wachen vor ihrer Tür abstellen lassen, natürlich. Nicht, dass Zeugen beseitigt werden oder so etwas. Auch wenn sie selber vielleicht nicht viel gesehen hat, aber zumindest hat sie ihren Meister aufgefunden. Ich denke, das Einzige, was dies bringt, ist es, sie selbst in ihrem Glauben zu bestärken, nicht unbedingt in ihrer Sicherheit. Aber auch dies ist in diesen Tagen natürlich viel wert. Also gut. Ich habe euch eure Zimmer übrigens bereiten lassen. Die Tür einfach runter. Dort findet ihr ein großes, Betten haben wir dort nicht, aber einige liegen, die wir dort aufgestellt haben, und dort könnt ihr euch zurückziehen. Spätestens morgen kann ich euch dann von den Wachen berichten, ob es an der Ober- oder Unterburg irgendetwas gab. Abdank. Und dann die Götter mit euch. Die Götter auch mit euch. Nun ja, dann lass uns schauen. Heilreich, Answin, kommt mit. Nun, ihr werdet das Schauen übernehmen und ich das, das Umschauen. Ich fürchte. Ja, zieh weiter. Ich fürchte an der Balliste, wenn ich nicht viel nutze. Also ich vermute mal, die Geschütze sind auf der Burg, auf dem Zinn. Auf dem Wehrgang, ja, genau. Da würde ich mal auch gehen, also ja, tiefste Gangart. Und ja, mir nicht mal zu den Geschützen kriechen, bücken. Ja, du kannst sehen, wenn du an den Wehrgängen entlang kriechst, dass wohl die Zinnen bemannt sind, vor allem von den Kriegern von, die Sani mitgebracht hat, die mit ihrem tulamidischen Äußeren, und auch vor den einzelnen Ballisten, Onagern, Zyklop haben sie hier nicht, aber die ist allesamt bewacht mit mindestens 3 Leuten und einige Fackeln, die hier dann noch aufgestellt sind. Wenn er das macht, möchte ich aufmerksam die Umgebung beobachten, ob uns irgendjemand im Zuge nachschleicht oder beschaut hat. Sinnschärfeprobe, Sicht, Dunkelheit natürlich. In die Box nehme ich an? Ja, natürlich. Aber keinen Chip mehr, also gibt das vermutlich nichts. Und während Abel mir auf das ganze Zug kriecht, kannst du sehen, wie dann auch die Krieger an dich herantreten. Hey, weg da. Wir haben Auftrag, die Geschütze zu untersuchen. Den schriftlichen Auftrag vom Zimmermann? Nein. Ich kenne euch nicht. Ihr tragt schwarz-rote Roben, geht also weg davon. Vom Burgherrn. Müssen wir extra, müssen wir dieses Spiel spielen? Wollt ihr mich verarschen? Sollen wir den Burgherrn selber holen? Ihr könnt auch Sanin beholen, ist mir egal, aber ohne eine Ausführung von irgendeinem der Vorstehenden, also von Talion, von Dankrad oder dem Zimmermann von Sanin, tretet ihr hier nicht ran. Ich gebe eine Hand auf die Schulter. Ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gesehen. Lasst gut sein, aber mir. Ich kümmere mich, ja. Gut. Soll ich so lange hier warten? Ja, warum nicht? Und dann renne ich halt zu dem von den beiden, den ich zuerst treffe, und lass mir Schreiben ausstellen. Ja, Formalitäten. Ja, würfel mal Baukunst. Baukunst? Klar, um sich in dieser Burg umzusehen. Das kann ich doch bestimmt auf Kriegskunst ableiten. Ja, würde ich sogar sagen. Das ist natürlich eine Erschwernis, plus 10, aber es ist eine valide Ableitung. Heute nicht. Ja, du bist auch Tobrier und kennst dich mit tobrischen Burgen aus, aber... Und mir keine 6 Erleichterung, ja, jetzt mache ich das nicht. Die Burg, die du damals zu Hause als Ritter hattest, war kleiner. Es war einfach ein kleines Türmchen. Ich weiß, wo ich lang will, aber der Gang ist durch Beschuss eingestürzt. Genau, das ist das Problem. Und währenddessen bei den anderen. Ich möchte mich gerne im Archiv umsehen, und zwar bei den
Personalakten, falls es dort so etwas gibt. Wir haben ja jetzt schon diesen kleinen Kreis beim Abendessen gesagt bekommen und da würde ich mir gerne mal anschauen, ob es dort sowas gibt wie der festgehaltene letzte Wille oder Soldauszahlungsbestätigungen oder Arbeitsverträge, so etwas in der Art. Denn ich möchte einen Schriftenvergleich machen. Interessant, mit der Handschrift von Zecke, ja? Genau. Das ist aber eine Schriftkundeprobe. Sowas von eine Schriftkundeprobe. Meinst du, oder wäre das eher irgendwie Malen, Zeichnen oder doch Sinnenschärfe? Nee, da will ich jetzt eine... Du kannst das gerne ableiten, aber das ist eine Schriftkenntnis. Schriftkenntnis ist kein Talent. Schriftlicher Ausdruck. Also schriftlicher Ausdruck, ja, schriftlicher Ausdruck. Malen und Zeichnen plus 5. Ja, Malen und Zeichnen plus 5. Okay. Ich wäre auch gerne dabei und ich würde Isarun fragen, wonach sucht ihr? Nun, ich versuche nach Gleichheiten im Schriftbild zu suchen. Und? Erkennt ihr etwas? Leider nicht, fürchte ich. Also Helmrich Zettelhofer war es nicht. Seine Anschrift ist hier als Archivar natürlich festgehalten und auch die sehr sorgsame Schrift von Nana Treublatt. Beide Schriften passen nicht zur Zecke. Damit kannst du zumindest schon mal Leute ausschließen. Ja, gut. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass der Mörder sich selber umbringt. Sorry. Naja, aber kann ja sonst andere Gründe haben, warum er umgebracht worden ist. Vielleicht wurden Zeugen oder sowas beseitigt, aber zumindest ist Helmrich Zettelhofer nicht die Zecke. Ich glaube nicht an Zufälle. Inwiefern? Was meinst du, Sulamin? Na, diese Nana ist es wohl nicht. Die ist zwar nicht besonders traurig, dass ihr Meister tot ist, aber... Ja. Das kommt öfter vor. Ich denke, wir sollten uns sehr genau überlegen, mit wem wir reden. Wir reden aktuell mit Tarleon und Dankrat. Ich weiß, ich habe gesagt, Tarleon ist vertrauenswürdig. Aber ich denke, wir sollten die beiden trotzdem nicht grundsätzlich von jedem Verdacht ausnehmen. Das wäre vorschnell. Natürlich, sie waren beim Abendessen dabei, aufgrund dessen wahrscheinlich der Archivar getötet worden ist. Ich denke, jeder, der beim Abendessen war, ist potenziell ein Verdächtiger. Denn ich denke, dieser Mord war nicht geplant, sondern eine recht kurzfristige Reaktion. Und besagter Code, an dem der Verstorbene gearbeitet hat und die Schriftstücke, die fehlen, passen einfach zu gut zusammen. Woran ich gerade denke, ist, wir hatten... Ich glaube, Tarleon hatte uns gesagt, dass wir mit dem Archivar reden könnten. Denn wir hatten ja schon früher die Idee mit dem Schriftvergleich. Und wenige Minuten später ist der Archivar tot? Nun ja, zumindest wurde er entdeckt. Tot war er ja schon länger. Ich denke auch. Wenn er schon tot war, dann hätte Tarleon uns das einfach sagen können, ohne zu riskieren, dass wir tatsächlich noch mit ihm sprechen. Aber zeig doch mal die Papiere noch einmal her. Hier, dieses finde ich interessant und ich glaube, dort in diesen dreien könntest du auch noch mal schauen. Zulamin blättert ein bisschen herum. Seht, es gibt normalerweise immer einen Brief und eine Antwort. Die Briefe aus Perane Furten und dann, einen Tag später, die Antwort. Aber da, wo ihr die Lücken gefunden habt, Isarun, da ist davor einfach nichts. Also, entweder gab es keinen Brief aus Perane Furten, also entweder es kam vielleicht etwas unaufgefordert, oder sie hätten da noch mehr mitgenommen. Versteht ihr, was ich meine? Möglich, ja. Sie können ja noch mehr mitgenommen haben.
Oder es gab keinen vorangegangenen Brief aus Perrinefurten. Es ist ein Muster, aber ich bin nicht sicher, wie uns das weiterhilft. Oh, könnte es nicht sein, dass besagte Briefe tatsächlich nun gar nicht aus Perrinefurten gekommen sind, sondern an diesen Zecke adressiert waren, der natürlich jetzt Angst hatte, dass sein Code geknackt wird und er damit auffliegt. Ja, diese Nana sagt ja doch etwas, dass er irgendwas entdeckt hätte. Aber es war offensichtlich zeitkritisch, ja. Und möglicherweise müssen wir wirklich davon ausgehen, dass es sich um einen der Höhergestellten handelt, denn nun ja, ihnen wird ja ohnehin der Inhalt der Briefe vorgelesen. So haben sie gar nicht die Notwendigkeit, die Briefe selbst lesen zu müssen. Das stimmt. Und das stellt uns vor eine, nun ja, gewisse Schwierigkeit. Zumal wir auch nicht sicher sein können, das ist ein weiteres Problem, dass jeder unbedingt der sein muss, für den er sich ausgibt. Je nachdem, wie lange dieser Zecke hier schon vor Ort ist, kann er sich auch als jemand ausgegeben haben, sagen wir einen Ronderer Geweihten, der aber selbst bereits gefallen ist. Und vielleicht hatte er deshalb auch wenig Informationen zu, naja. Wir wissen nicht, wie lange Talion schon hier ist, aber bei Dankrat ist mir da etwas aufgefallen. Und zwar, uns wurde gesagt, dass er seit einem Jahr hier ist. Das ist noch nicht so lange. Es ist eine Weile, aber es liegt zumindest im Rahmen des Möglichen, dass Xeran so langfristig plant. Und dann wurde uns noch gesagt, er käme aus Werheim. Hätte aber nichts Relevantes zum Tod von diesem, helft mir Isarun, dieser Rondriana, dessen Tod ihr und Yalan gefragt wurdet. Rondrasi Löwenbrand. Ja, genau. Talion sagte, dass Dankrat davon nichts zu berichten wusste. Genau darauf wollte ich hinaus. Ein interessantes Detail. Das habe ich gemeint, aber ich habe offensichtlich die beiden durcheinander gebracht. Ah. Na dann. Dann hatten wir den gleichen Gedanken.